Auch von Monstern kann man lernen. Aus der Ferne hast du Bugblin schon oft beim Kochen beobachtet. Könntest du das Geheimnis zum perfekt gegrillten Steak lernen? Doch wie spioniert man oder entdeckt zu werden? Das ist eine gute Frage. Willkommen zurück zu Hyrule Warriors Zeit der Verehrung. Du beobachtest Bugblins beim Kochen und lerntest etwas über das perfekte Braten von Fleisch. Gute Vorbereitung, die richtige Hitze scheint wichtig zu sein. Beim Kochen lernt man nie aus. Okay, wir können eine zweite Wirkung in einem Kampf machen. Außerdem habe ich hier ein Orni. Das Flugturnier der Orni. Im Orni-Dorf wird über ein Turnier nachgedacht, bei dem es um Treffsicherheit und Geschwindigkeit geht. Achivali ist sehr interessiert daran und unterstütze die Finanzierung des Turniers. Gerne doch. Dank deiner Spende kann im Dorf der Orni endlich das große Flugturnier stattfinden. Viele Orni würden gerne den großen Preis gewinnen und auch Rivali hat schon seine Techniken verbessert. Sehr gut. Und dann habe ich hier noch irgendwo was gesehen. Wo waren das nochmal? ich sehe auf jeden Fall, dass wir das machen können. Das ist wichtig. Anti-Schock-Maßnahmen. Als die Forscher erkennen, dass Experimente zur Verstärkung des Magnetmoduls das Risiko von Elektroschocks mit sich bringen, verlässt sich der Mut. Hilf ihnen, Ängste zu bändigen. Das Risiko des Elektroschocks wurde gebannt und die Forscher konnten ihr Experiment weiterführen. Dieses stellte sich als Erfolg heraus und das Magnetmodul kann nun enorm verstärkt werden. Was soll ich hier machen? Ja, habe ich halt nicht die Sachen für, ne? So, und sonst noch... Oh, jetzt habe ich die Materialien gerade aufgebraucht, ne? Naja, dann würde ich sagen, wir starten rein in ein... Obwohl, das hier können wir auch noch machen. Gerüchte über den Totenkopfteil. Ich glaube, das habe ich schon mal vorgelesen. Mal schauen, was wir dafür bekommen. Eine großartige Sache. Die Gerüchte über den Totenkopfteich war ein Händler, der Monster wirklich liebt, hat dort den Monsterladen eröffnet. Vielleicht wirst du ihn eines Tages wiederfinden. Definitiv. Bockflin-Maske, der Händler vom Totenkopfteich, hat dich diese einzigartig niedliche Maske gegeben. Wäre interessant, wenn sie denselben Effekt hätte, auf jeden Fall. Okay, wir können ja bei dir das... Können wir das bei dir einkaufen? Nee, okay. Interessant. Naja, ich würde sagen, wir starten rein. Wo ist denn das? Ah, hier unten. In die Quelle des Mutes, Damselinsel auch. Wir wechseln mal wieder. Ich habe Bock auf mehr Link. Und wisst ihr was, wen wir noch nehmen? Bist du wohl dran, wir nehmen auch noch Impa, würde ich sagen. Königliche Beraterin Impa? Bereit. Gut. Und ein Effekt. Was haben wir denn da so? Ja, komm. Das sieht schmackhaft aus. Köstlich. Sehr gut. Ja, passt schon. Okay, und dann brechen wir auf zur Quelle des Mutes, wo hoffentlich Zelda ihre Kräfte entfesselt. Es ist also wahr? Ja. Zeldas nächster Geburtstag wird der Tag sein, an dem die Verheerung zurückkehrt. Ja. Die Fotoanalyse lässt fast keinen Zweifel. Dann bleibt nicht viel Zeit. Zelda, du wirst gemeinsam mit den Rittern zur Quelle des Mutes aufbrechen. Ganz gleich, was dafür vonnöten ist. Erwecke die Kraft in dir, bevor die Verheerung zurückkehrt. Aus den Aufzeichnungen des Wächters hatte König Roam erfahren, dass die Verheerung Ganon an Zeldas 17. Geburtstag wiederkehren würde. Daraufhin befahl er ihr, sich unverzüglich zur Quelle des Mutes zu begeben, um dort ihre Macht zu erwecken. Wie alle anderen Bewohner Hyrules waren auch König Roam und Zelda von der Furcht vor der sich anbahnenden Zerstörung nicht verschont geblieben. Ich werde alles tun, was in meiner Macht stehen mag. Selbst wenn es nur die Entschlossenheit einer untalentierten Prinzessin ist. Ja. So wie ich es mir immer und immer wieder schwur. Wie dem auch sei. Selbst die Erforschung der Relikte wird vergebene Mühe sein,
wenn mir die Kraft fehlt. Alle anderen kommen ihren Pflichten nach. Ich bin die Einzige, die zu gar nichts taugt. Euer Hoheit. Hallo? Wieso legen wir nicht ein kleines Päuschen ein? Weil ich bin nämlich ganz schön hungrig. Impa. Die Zeit läuft uns davon. Was? Warum auch hier? Was soll das Monster hier? Wie können die denn hierher kommen? Ja, ich bin nicht ausgewichen, genau. Wow, wie viele Gegner hier auch sind. Seht ihr das? Ups. Ich werde ebenfalls kämpfen. Ich werde nicht einfach euch stehen lassen. Naja, übt doch. Ist nicht so schlimm. So, Prinzessin, ihr müsst erschöpft von dem Training sein. Bitte überanstrengt euch nicht. Ja, bitte, bitte nicht. Ja, ich weich doch aus. Link, beschützt die Prinzessin und halte die Monster dabei auf. Ja, bin dabei. Oh, sogar zu zweit. Ah, stopp. Sehr gut, ich habe beide getroffen. Jawohl. Blauer Moblin, der sollte jetzt gleich tot sein, ja. Hindere die Truppen des Monsters daran, die Quelle des Mutes zu betreten. Du bist immer gut dabei. Das freut mich. Moment. Ah ja, Tatsache, sie werfen ihre Waffen. So, weg damit. Und wieder drauf. Wir können ja auch... Oh, wir können auch Impa steuern. Okay, das mache ich gleich mal. Impa, was machst du denn? Du legst einfach nur am Boden. Und Symbole einsammeln. Jawohl. Achso, nochmal. Jawohl. Und jetzt gehe ich auf die Pyromagusse. Nein. Jawohl, okay, der kann irgendwie nichts machen, habe ich das Gefühl. Ah. Ja, ich bin ja nicht ausgewichen. Stop. Ja, hier. So, das trifft ihn, sehr gut. Heißt, wir können ihn schon vielleicht finishen. Ja, oh, was war das für eine krasse Attacke, krass. Gefällt mir, aber für Impa habe ich irgendwie viel zu wenig Sachen. Was war das denn? Einmal so ein riesiger Frosch. Oh, ich habe schon beide Ultis voll, krass. Ja, gefällt mir doch. Ah, dann setze ich mal eine ein. Ich kümmere mich darum. Setz dann. Haltet mich nicht auf. Ja, komm, komm, komm. Noch, komm. Zurückgeschlagen. Jawohl. Got it. Hallöchen, die Monster wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Okay. Hier ist es wieder mal sehr unübersichtlich. Also, es ist nicht schlimm, denke ich mal, wenn ich hier was übersehe. Man wirklich leicht was übersehen kann. Ich schaue mir mal die Sachen so ein bisschen an. Ich gehe erstmal hier rein. Wir machen es mal von rechts nach links. So, ein neues Ziel wurde festgelegt. Ja. Och, ihr nicht. Nee. Sehr gut, ihr seid weg. Ja, also hier Crux zu finden bei dem Wetter auch noch, das ist echt nicht so leicht, ne? Ja gut, dann werde ich dir jetzt einen Befehl erteilen. Geh doch mal dahin. Jetzt zählt es. Und Link... Achso, das bist ja gar nicht du. Und weiter. Jawohl, okay. So, dann auf euch alle. Und weiter. Ohoho. Jetzt zählt es. Man schießt doch das ab. Ich weiß nicht, ob das gut war, aber anscheinend war es gut. Lul. So, die ist auch offen. Achso, das ist noch gar nicht der Teil, wo ich hin soll. Oh. Okay. Aber hier die Triste, die nehme ich auch noch mit. Leuchtsteine, sehr gut. Haltet mich nicht auf! Ach komm, geht doch weg. Ja, weil ich freue mich wieder, Impa zu steuern. Das wird ja mal wieder Zeit, so. Ne, hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Ja, also hier werde ich definitiv nicht alle Crocs bekommen, aber naja. Komm, du warst jetzt gar nicht so Geräusche machen. Ich kümmere mich darum.
So, lala. Oh, perfekt. Fast schon Lager weg. Nur noch ihn halt. Komm drauf. Ja, er hat auch schon Hälfte Leben. Ich habe halt immer noch von dem Fight im letzten Part echt viele Sachen weg. Also was Heilung und so angeht. Ja, wie wär's, wenn du mal auf den gehst? Ja, mal gut gewesen. Jawohl. Ja, also die mittlerweile sind das echt super easy Gegner. Oh mein Gott, was machst du denn? Ah. Jawohl. Er sollte doch passen. Ach komm. Jawohl. Das war nochmal gut. Das Ende, das mit dem Frosch. Link, Impa und alle anderen kämpfen für mich und ich. Ach man, das ist so blöd, wie stark sie an sich selbst zweifelt. Das gefällt mir so gar nicht. Aber wir können es leider nicht ändern. Ich kann sie auch verstehen. Irgendwie so ein bisschen. So, okay, Impa hat jetzt alles gesehen, das heißt, du gehst dahin. Linky Boy ist wieder da. Hallöchen. Oh Mann. Ah, ich bin sogar wieder voll, was das angeht. Sehr gut. Ich werde ihn mal fokussieren. Ja, was soll ich denn tun? Ah, okay, so. Ja gut, macht Sinn. So. Jetzt greifst du gleich wieder so doof an. Ja, das dachte ich mir. Oh, gerade noch erwischt. Und runter. Komm, schaffst du. Jawohl. Das war's mit dem Lager. Sehr gut. Wieder ein Level Up. Schon Level 31 mit Link, aber ich spiele ihn auch. Er ist auch einer denen, wo ich am liebsten spiele. Ich würde sagen, Mipha, Urbosa und Impa und Link sind so meine vier, die ich bis jetzt am liebsten spiele. Wenn ich es mir aussuchen müsste. So, okay, dann gehen wir nochmal zurück. Ich laufe einfach mal den Weg hier, weil es scheint mir irgendwie so ein bisschen, als wäre hier was. Aber entweder bin ich blind oder hier ist wirklich nichts. Okay, da geht's wieder da rein. Ich schaue mir einfach alles an und wie immer, Musik macht mir wieder mehr als Bock. Das ist mega cool einfach. Haben sie einfach gut hinbekommen. Und natürlich muss ich das mitnehmen. Okay, also wirklich sehe ich hier nichts. Du hast die auch einfach ignoriert hier. Okay, ich meine, warum nicht? So, dann würde ich jetzt sagen, dass ich... Oh, ach so. Ich verstehe jetzt auch, was dieser Ritter sein soll. Das soll Zelda sein, also dieser Helm, ihr wisst schon, auf der Map. Warte, ich gehe mal hin. Oh, da sind die Elektro-Dinger. Die brauche ich sowieso. Zelda, du bist nur noch Half-Life. Schon bewusst, gell? Ja, wie soll ich denn gegen euch kämpfen? So, genau. Ich gehe mal zur Quelle, weil es kann gut sein, dass da was ist. Nicht? Aber sogar die Tür ist hier, die ja zu einem Schrein führt. Ah, schade. Ich dachte, ich kann jetzt dahin. Okay, ich glaube, ich gebe die Crocs hier so mehr oder weniger auf. Ich gehe jetzt auch noch nicht in diesen Riesenpfad hier, weil ich glaube, dass wir da sowieso hin müssen. Hallöchen. Mit euch. 400 Gegner besiegt. Sehr gut. Was ich meine, ist hier runter. Ich glaube halt, wie gesagt, dass wir da sowieso hin müssen. Deswegen, oh, ich wollte gerade ausweichen. Kommt her. Ich hasse euch, Autorock. Hab ich noch einen? Nee, ich glaube nicht. So, euch alle weg. Dann gehen wir ins letzte Lager. Mitten im Eis, okay. Was ich mich gerade frage. Nee, schade. Aber die Szene kenne ich noch. Oh, das kann tatsächlich sogar ein Croc sein. Hier in der letzten Stelle ist nämlich keiner. Seht ihr das? Überall ist ein Stein außer hier. Also es war in Breath of the Wild einer. Mal gucken, ob es hier auch so einer sein wird. Essen. Nie. Schlechtes an. So, Hallöchen. Rott euch aus, keine Sorge. Ui, die sollte mir auch ganz gelegen kommen. Jawohl. Ach komm, das war keine gute. Oh, sehr gut ausgewichen. Ja, warum es kein Time-Dings war, ihr wisst schon, so ein perfekter Angriff.
Aber naja. So, weg mit dir. Ach, komm schon. Ja, sicher. Oh, nice. Ich weiß nicht, das war eigentlich voll schlecht, der Ausweicher, aber naja. Stopp. So, und jetzt hole ich ihn mir. Jawohl, weil sein Schild ist weg und der Schmetterschlag macht den Rest. Das sollte der Vormarsch der Monster bremsen. Ein Problem ist gelöst. Ja. Mal schauen, ob es damit schon... Blitzmoblin wurde in der Nähe gesichtet. Wo denn? Oh, wo kommen alle die Monster her? Ich sehe, was ich zu tun habe. Jeden Moment wechsle ich auch. Monster bei der Prinzessin, wir müssen umkehren. Ja, deswegen bist du ja schon dort. Chill mal. Okay, hier ist kein Stein, ne? Den ich irgendwo hier hinrollen kann. Nein. Siege schnell die Monster bei Zelda. Okay, wisst ihr was? Ich gehe lieber mal zurück. Und Impa macht den Rest. Oh oh. Mann, kämpft doch einfach selber. Was soll's? So, ich mache wieder eine Ulti. Ja, mir ist nichts passiert. Ja, dann ist er gut. Oh, jedenfalls wieder krass am Damage machen. Jawohl. So läuft's doch gut. Ah, Moment. Nicht erwischt, schade. Was soll denn das? Ich bin doch schon ausgewichen. So, weißt du was? Weg mit dir. Zack. Das sollte doch jetzt auf jeden Fall ausreichen. Komm. Ja, als ob. Das war ein guter Angriff. Halt. Jawohl. Damit sollten die Monsterübergriffe vorerst enden. Zelda. Ich danke euch. Lasst nun zum Schloss Hyrule zurückkehren, solange wir noch können. Was? Das war's schon? Am Ende habe ich es nicht erreicht, aber können wir die Monster auftauchen? Können wir nicht weitermachen? No way. Neues Ziel. Ah ja, gut, ich muss dahin. Okay. Mit ihr. Interessant. Das heißt, wir müssen sie wieder beschützen. Ist ja nicht so, dass sie schon mal selber gekämpft hat oder so. Okay, dann wird mal Link auch mitkommen, hoffentlich. So. Und wir gehen mal mit. So, ich weiß auf jeden Fall, wo mindestens ein Croggy sein wird. Hier sind ja gar keine Gegner. Hä? Was ist denn hier das Problem? So, möchte ich hier reingehen. Mann, Spiel, wo sollen denn noch Kruggies hingehen? Was ich probieren würde, ist... Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Nö, bringt nichts. Okay. Das heißt, hier ist wirklich Ende. Oh, aber nicht für dich, Zelda. Man sollte immer eins am Point haben, würde ich sagen. Mindestens. So, weg mit euch. Und wo kommen wir nochmal? Ah ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier längs. Link ist schon ganz woanders. Ach. Weg mit dir. 1 gegen 4 finde ich jetzt auch mal fair gegen die, ganz ehrlich. So, dann hier die Kiste öffnen. Wo ist denn Zelda? Oh, sie steht da noch rum. Okay, das heißt, da sind Gegner. Ja, ist doch nicht so schlimm. So, alle weg. Zweites Symbol in ein erstes sogar. Okay, ja, nicht so schlimm. Ja, gut, dass sie gewartet hat, weil dann konnte ich hier gut durchlaufen. Hab sowieso nichts gefunden, aber naja. Ich werde hier auch, glaube ich, nichts finden. Monsterhorden wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Im Norden und im Süden. Wenn wir nichts tun, nehmen sie uns in die Zange. Dann Linky, Boy, geh mal da runter. Oh. Wir könnten den Wald für uns nutzen. Wir fällen Bäume, um sie zu blockieren. Können. Das ist eine gute Idee. Wo ist denn hier ein... Ah, hier ist der Baum. Okay, das heißt, die können schon mal nicht kommen. Ich muss, denke ich, mal Bombe werfen. Eine Bombe. Vorsicht, ja. Das Vorrücken des Gegners wird nun von dem ungeschützten Baum blockiert. Naja, eigentlich nicht, weil hier sind die auch noch. Aber die haben jetzt einen längeren Weg. Na, immerhin. Schaut an. So, hier sind noch extrem viele Gegner und ich sehe Zelda nicht. Ein bisschen das Problem.
Das war gut. Helle Bäume. Ach so, ich muss noch einen fällen. Wo denn? Oh, hier sind ja schon die Gegner. Ich muss noch einen Baum. Okay. Ja, das wusste ich nicht. Ach, den hier. Ah. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Ja, gut, aber die sollten eh schon durch sein, ja. Weißt du was? So. Das sollten die Monster etwas bremsen. Lass uns den Wald verlassen. Uff, du hast recht, beeilen wir uns. Ja, dann gehen wir doch mal wieder zurück zu Zelda. Ich meine, eigentlich ist er schon durchgekommen, aber naja. Ich geh mal kurz hier in diesen kleinen Gang, aber hier ist sowieso nichts. Nein. Okay, ich habe hier nichts gefunden, wirklich absolut gar nichts. Deswegen verfolge ich Zelda jetzt einfach mal. So soll wir könnten diesen Baum hier fällen. So schneiden wir den Monstern im Westen den Weg ab. Okay, wenn ich ihn finde. Ganz klar, mache ich gerne. Achso. Ich blockiere mir damit auch selber den Weg. Ah, schau mal an, hier ist noch eine Kiste. Ja, öffne sie doch. 2 Diamanten, sehr gerne. Oh mein Gott. Einen tue ich auch mal. So, by the way. Eine Bombe. Vorsicht, Explosion. Oh, Link. Moment. Achso, wir sind hier schon auf der richtigen Seite. Ein Grund weniger, sich Sorgen zu machen. Das stimmt. Ich würde hier gerne noch alles sammeln, weil hier gibt es echt viel Stuff. Was ist los, Zelda? Prinzessin, ihr seid erschöpft. Wir können nicht ruhen. Nein, ihr werdet ruhen. Hä? Okay. Aber nein, Impa. Nein, es stimmt nicht. Es tut mir leid. Ich habe euch alle. Safe, mein Boss kommt. Du kannst weiter vorrücken und während Zelda sich erholt. Ich kann im Moment keine Monster wahrnehmen. Die Monster wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Oh, jetzt kommen doch noch welche. Ah, schau mal an, jetzt ist das Battlefield ein bisschen erweitert. Sehr gut, dann gehe ich mal hier hin. So, Hallöchen. Ja, passt doch. Ah, ah. Das hat mich ja mal erwischt. Das war ein bisschen jetzt hier. Und ich setze Ulti. So, ich mag einfach gerade wieder mit Impa zu kämpfen, wie man vielleicht sieht. Das macht immer Bock. Ja, ich habe auch wieder beide Ultis komplett. Keine Ahnung warum, aber sehr gut. Fällt mir natürlich. So, er hat. Irgendwie haben die alle keine Chance mit Impa. Ich weiß nicht. Jawohl, den habe ich. Und Schmetterangriff. So, weitere Monster wurden gesichtet. Wo denn? Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich muss mit ihr darunter gehen. Oh, ja, definitiv. Link, du kümmerst dich um dich hier. Wenn es dir recht ist. Oh. Mal schauen, wie lange das anhalten wird. Bis Zelda es wieder gut geht. Habe ich Feuer zufällig? Nein, das wollte ich gar nicht. Aber es hat sogar nicht schlecht gepasst. So, Hallöchen. Eis bekomme ich jetzt sowieso dazu, deswegen passt es. Und Schmetterangriff. Schütze Zelda. Ja, dann muss ich jetzt wohl kurz wechseln. Okay, oh, du hast eh wieder 2 Ultis, ne? Also. Bis sie in Sicherheit ist. Ja, wo gehen wir denn hin in Sicherheit? So, jetzt sollte ja eh kein Problem mehr sein. Oh, ich sehe gerade was. So, lass mal bitte Zelda in Ruhe. Dankeschön. Und jetzt auf ihn. Na, ich bin gerade dabei gewesen. Ah, ah. Nee, du. Oh, nice. Sehr gut. Also ein gratis Ausweichhage nehme ich immer sehr gerne mit. Wo ist nicht mehr? Oh, noch ein. Ich kann mal random die Taste eigentlich. Verdammt. Bin ich zu sehr im Kreis gelaufen. Haltet mich nicht auf! Wetterschlag. Und dann sollte der auch weg sein. So, Symbol einsammeln, sehr gerne. Wenn es mir gratis gegeben wird, warum nicht? Ey, ich muss ja eigentlich hier bleiben. Was soll denn das? Hallöchen. So, alle weg. Okay. Jetzt, Link, du gehst mal weiter in die andere Richtung hier, in die hier.
Und wenn ich sehe, dass es Zelda wieder schlecht geht, dann... Ah ja, da ist schon der nächste Gegner. Überlass das mir. Ja, hier wieder ein Blitzmoblin. Ach, komm schon. Warte mal, Link, du sollst jetzt bitte mal hier hingehen, weil da wird safe was sein. So, sehr gut. Ein weiteres Symbol. Aber das war erst das erste, sehe ich gerade. Jawohl, zweites Symbol. Sehr gut. Und dann sollte er down sein. Ja. Muss ich noch gucken, ob Zelda es gut geht. Ich bin nun aus genug geruht. Es tut mir leid, dass ich euch Probleme bereite. Naja, passt schon. Alles gut. Ich gehe jetzt mal nur kurz hier in die Ecken, weil ich denke, dass hier auf jeden Fall was sein wird. So soll es sein. Wo müssen wir denn mit ihr als nächstes hin? Also dann brechen wir auf. Wenn sie jetzt hierher müssen. Nein, okay, wir müssen dort ganz hin. Alles klar. Ja gut, ich werde mir trotzdem noch kurz hier diese Umgebung anschauen. Vielleicht gibt es hier einfach gar keine Croggies, das kann auch sein, weil, ne, ich finde hier nichts. Und das kann eigentlich gar nicht wahr sein. Oh, Rasse, nice. Hilf Zelda zu fliehen. Ah, endlich. Applaus, einen gefunden. Da will ich jetzt schon hier Applaus hören, so. Nee, Spaß. Oh Mann, ey. So ist das. Aber einfach nichts hier überall. Also klar, bestimmt wird hier was sein. Bin wahrscheinlich einfach nur zu blöd, um die Sachen zu finden, aber keine Ahnung. So, hier ist nichts mehr, dann würde ich jetzt mal sagen, Link, du gehst hier hin. Und ich wechsle, weil es hier bestimmt ein paar gibt, ja. Oh, nein, die Schleims, da muss man aufpassen. Sehr, dann geh mal weg da, sehr gut. Oh, nice. Die sind damit auch weg. So, sieht faszinierend aus, nicht wahr? Ich werde jetzt mal sagen, ich versuche hier was wegzubomben. Geht das? Ja, Tatsache. Hallo. Ah, du hast zwei Ultis. Macht euch bereit. Ich kümmere mich darum. Immer kurz. Ah ja, okay, jetzt muss ich eigentlich angreifen. Jawohl. Link ist auch da, aber ich wollte mit Link eigentlich was anderes machen. Oh, die Truhe einsammeln, ganz klar. Ah, jetzt kommt. Schwertschnapper, gut, die haben wir auch schon das eine oder andere Mal gebraucht. Ich glaube aber, dass hier gar nichts ist, ne? Nee. Okay. Oh, Zelda kann sich echt gar nicht mehr wehren. Ihr geht's ja echt gar nicht gut. Wir haben schon echt gut mit ihr gekämpft, aber ich glaube, sie hat auch gar keinen Schiegerstein gerade. Das kann auch sein. Da war gerade ein Wächter. So, ich kämpfe jetzt mal ein bisschen mit Link, weil der hat auch gute Attacken drauf. Oh. Nice, als ob. So, schön weg da. Oh. Weg mit dir. Jawohl. Und der Schmetterschlag. Zack. Ah, das war sogar ein Lager. Ja, schau an. So, dann würde ich sagen, Link, du bleibst bei Zelda. Ja. Und Impa, du gehst jetzt mal dahinter, bitte. So, und zwar muss ich dafür hier längs gehen. Hier sind so viele kleine enge Gässchen. Da denke ich mir halt die ganze Zeit, hier wird safe irgendwas sein. Oh, hallo. Auf meinem Weg. Die brauche ich. Nur eins gedroppt, na schade. Naja, ich komme jetzt eh bald wieder hin. Deswegen gehe ich mal kurz hier längs. Ich glaube, Zelda geht es derweil gut. Mein Link ist da. Link ist ja Leibwächter, also... Sollte es nicht so schlecht ihr gehen. Ich hoffe doch. Ah, weg, weg, weg. Hä? Möchtest das bitte jucken, wenn ich euch treffe? Dankeschön. War übrigens sehr knapp. Oh, eine Truhe. Die müssen wir sogar rausgraben. Was ist denn da drin? Eine Garde 200. Oh, der ist voll stark. Das weiß ich noch, aber recht zerbrechlich gewesen. Aber hier zerbrechen ja Waffen gar nicht, deswegen sollte das nicht so schlimm sein. So, ein Symbol einsammeln. Sehr gut. Krass, wie schnell sich gerade die Ulti auch gefüllt hat. Ja, also wirklich, sie spiele ich sehr gerne. Muss ich einfach sagen. Super gut. Ein paar mehr Leben könnt sie noch bekommen in Zukunft. Aber sonst...
Macht auch schön viel Damage, muss ich einfach mal sagen. So, Hallöchen. Ich werde es einfach mal jetzt machen. Ah, oh, die gehen weiter. Zwei. Ich hab gesehen. Ah, stopp. Hm, zu spät, okay. Naja. Kommt er da mit? Ja, anscheinend. Jawohl. Ey, warum hast du jetzt dein Schild noch nicht? Ah, beziehungsweise, warum hattest du sein Schild noch? Ja, übertreib's halt. Weißt du was? Dann kriegst du das hier. Ganz easy. So. Weg da. So. Ach, komm jetzt. Och, du sollst einfach nur sterben. Jawohl. War's das mit euch? Ja. Die Frage ist, kommen jetzt auch wieder diese, ihr wisst schon, diese Ritter. Wenn ihr, dann weiß ich wieder nicht von wo oder aus dem Nichts halt kommen die komplett. Aber gut, ich gehe jetzt wieder zurück, natürlich auf dem anderen Wege, wie ich hergekommen bin, heißt hier längs. Hallöchen. Hier komme ich rein. Ja. Ah, das dachte ich mir. Na, immerhin schon zwei gefunden. Das ist ja nicht so tragisch, ne? Also sind auf jeden Fall trotzdem wenige, aber immerhin so. Ich bin jetzt schon langsam zufrieden sogar. So, hier würde ich in die Mitte gehen. Ding ist halt, das ist gar kein Lager, ne? So, dann nehme ich ihr ganzes Geld an mich. Ich wette mit euch, ich muss hier eh nochmal herkommen, weil das war schon so oft so. Aber naja, dann haben wir das Ganze schon mal gemacht, so halt, ne? Jawohl, ihr seid alle tot. Achso, vielleicht kriege ich was. Kriege ich was? Ja. Oh ja, nice. Den brauchen wir, glaube ich. Okay, und dann bin ich ja schon wieder da eigentlich. Euch nehme ich natürlich auch mit. Ich glaube, der eine ist tot. So, hier sind sie ja. Nein. Geht mal weg. Wo haben wir die gesehen? Da. Okay. Hallöchen. Link, was tust du? Oh, aber weißt du, was ich gebrauchen kann? Das hier. Ah, ich bin voll, als ob. Okay, jetzt würde ich sagen, ich bin gerade oben. Ich laufe ja mal kurz im Kreis. Mal schauen, was gibt's hier? Gar nichts, ne? Nee, okay. Na dann, oh mein Gott, was macht ihr denn? Jetzt mal lassen. Jawohl, wieder einen bekommen. Die kommen auch, sehr gut. Hier sind ja eh keine Gegner, das heißt, Zelda sollte gar kein Problem haben. Ey, was mache ich denn gerade? Was war das denn? Richtig weird. Zelda, geh mal weg. Oh mein Gott, wieso stößt du dich denn da? So. Mal schauen, was noch so abgeht. Ach. Wie bitte? Endlich, wir sind fast draußen. Oh, was ist das denn? Der Weg ist unpassierbar. Natürlich. Das ist ein Problem, was die Regte eben bewegen. Das sieht aus wie Routers Mechanismus zum Wasserstoß. Damit lässt sich's arbeiten. Ah, okay, das heißt, ey, vielleicht müssen wir tatsächlich doch gar nicht dorthin. Aktivieren wir das einmal mal. Ah ja. Mit Druck wegspülen, oder wie? Eins so. Stimmt, den Mechanismus kenne ich tatsächlich noch auf Varuta. Mhm, kommt mir bekannt vor. Richtig, ihr seid unglaublich, Prinzessin. Na, da nichts wie rein. Nein, ich... Oh Mann, sie ist immer noch verzweifelt. Habt ihr das gehört? Was denn? Ich nicht. Sehr gut, volle Heilung. Was? Ist dieses Ding, dieses Geräusch schon vorhin... Seid vorsichtig. Ein blauer. Okay, wir steigern uns langsam. Interessant, was hat er denn? Hat er wieder Eisen wahrscheinlich, ne? Siege den blauen Hinox, der geht eh nur auf mich. Ja, die Chaos war ich ja schon mal. Und dann mache ich gleich mal weiter mit der Ult. So, und dann kann ich weiter drauf gehen. Zelda, Impa ist einmal am stärksten so. Jawohl.
Haben wir? Noch das letzte. Jawohl, jetzt sind wir nämlich sehr stark. Und, jawohl, ausgewichen. Ach komm jetzt, weiter Druck. Sollte ihn vielleicht mal fokussieren. Ich bin noch ausgewichen. Ach so, ich muss ihn vielleicht jetzt... Ach, wisst ihr was? Ich sehe gerade. Das habe ich ja gerade echt in Maß. Deswegen drauf da. Oh, mitten ins Auge rein. Ah, doch nicht. Sah nur so aus. Aber jetzt, oder? Nein? Ja, wie wäre es, wenn ich gleich mal so weitermache? Mit einem kleinen Blitzschlag. Oh, meine ganzen Symbole sind weg. Ja, moin. Hätte das nicht geklappt. Jetzt aber. Ja, oh, und noch ausgewichen. Sehr gut. Noch dasselbe nochmal machen. Oh, okay. Es hat sogar geklappt. Nice. Nein, das machst du jetzt mal nicht. Oh, ich muss mich heilen. Ja, moin. Ein Herz. Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Dann wie wär's mit einer Heilung und ein bisschen Elektrizität durch deinen Körper für den nächsten Schmetterschlag. Sehr gut. Läuft doch. Ja, was ist los mit dir, hä? Folter, Folgeangriff heißt das, ne? Hallo, ich sehe ihn ja gar nicht. So, jetzt da. Okay, es sieht schon mal recht gut aus. Vielleicht habe ich das sogar noch. Eieiei. Ich bin, glaube ich, sogar ausgewichen. Ja, sehr gut. Weg damit. Und dann, sehr gut. Eine Fitkröte und ein Levelaufstieg. Seid ihr... Oh, alle unverletzt? Zum Glück. Das haben wir euch zu verdanken. Ohne eure Erkenntnisse. Aber nein. Unser aller Zusammenarbeit war der Schlüssel. Hört mal her, Euer Hoheit. Ja? Prinzessin Zelda, ihr sagt, dass ihr die Einzige wärt, die nicht ihren Beitrag leistet. Doch das ist einfach nicht wahr. Gerade eben habt ihr uns alle gerettet, zum Beispiel. Eure Forschungen werden mit absoluter Sicherheit nicht vergebens sein. Vielen Dank, Impa. Und dennoch, ich werde bis zum Letzten kämpfen, um meine Bestimmung zu erfüllen. Es gibt keinen anderen Weg. Die Quelle des Mutes haben wir damit erledigt. Jojojo. Oh, okay. Wir dürfen wieder verkaufen. Sehr gut. Dann erspare ich mir nämlich so einige Arbeit. Wie wär's denn, wenn ich mal das alles hier... Die Sachen wollte ich ja behalten, ne? Mhm. Ja, die Äxte und das da und das war. Das Langschwert finde ich cool. Das Zashin-Langschwert. Aber ich glaube, ich verkaufe es trotzdem. Dann diese Sachen hier. Okay, und sonst war es das erstmal. Impa bekommt wieder Sachen. Zelda bekommt auch wieder. Aber das muss ich mal wieder upgraden. Warum auch immer Daruk, aber gut. Ah, das war's. Okay. Ich hoffe immer noch auf eine zweite Szene, wie es denn gerade bei den anderen ausschaut, ne? Aber leider nichts bekommen.
So, wir bekommen natürlich dafür wieder extrem viele Aufgaben. Wie, Moment mal, nochmal? Nochmal sie? Nochmal? Aha, Varuta wird stärker, interessant. Okay, wir können hier mal Obosa ein bisschen verstärken. Vorsicht geladen, um ihre Fähigkeiten des Blitzkontrolle zu verbessern, möchte Obosa ein Gewitter trainieren. Vielleicht wird ihr Training effektiver, wenn sie Materialien verwendet, die Elektrizität gut leiten. Nicht übel. Mit aufgeladener gelbem Schleimgelee verlief das Training erfolgreich, obwohl es kribbelte. Obosa war Blitze jetzt noch effektiver zu kontrollieren und entwickelte sogar eine neue Technik. Sehr gut. So, und sonst haben wir was noch? Ah, hier. Ein exzentrischer Krog. Du hörst von einem Krog, der Blume möchte, die von Schmetterlingen umflattert wird. Er weiß alles über seine Freunde, aber also könnte er dir viel erzählen, wenn du einem Schmetterling bringst. Einen, eher alle Sorten. Der Krog erhielt seine Blume, die vom Schmetterling umflattert blüht. Um den Gefallen zu erwidern, erzählte er dir vom Krog versteckt, das niemand sonst kennt. Was? Schlacht? Krog-Information. Ja, das war eine weirde Aufgabe, muss ich ehrlich sagen. Wir können jetzt auch das hier machen. Sehr gut. Flugübungen. Ein Krog mit einem großen Blatt im Unglücklich ist unglücklich, weil er der Einzige ist, der nicht gut fliegen kann. Du könntest etwas Feuer machen, damit Aufwind entsteht und er das besser üben kann. Du entzündest ein Feuer und erzeugtest so Aufwind. Das half dem Krog zu fliegen. Wahrscheinlich wird er sein Flugtraining mit Maronus sehr erfolgreich sein. Okay. Wieder meine Y-Fähigkeit. Ja, von mir aus. Kann ich hier vielleicht was machen? Nein und auch nicht. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir können noch sowas jetzt mal machen. Genau, Steuerung des Waldes. Gerne doch mit Vamedo. Mit was auch sonst ist die Frage. So, und dann schauen wir mal, wie das Ganze läuft. Das ist ja wieder mal so eine kleine, coole Aufgabe wahrscheinlich. Deswegen habe ich da voll Bock drauf und wir machen es sehr gerne. Wir haben schon 12 große Tasks mittlerweile gemacht. Ziemlich interessant. Und wer läuft denn jetzt alles mit uns mit eigentlich? Das wäre vielleicht auch noch gut zu sehen. Mal schauen, ob wir überhaupt alle sehen werden oder die schneller erlädt, wer weiß. Also wir haben wie immer noch die 4 Recken. Also sonst haben wir, glaube ich, gar niemand Neues, kann es sein? Doch, den Baum, aber sonst nicht. Ja gut, dann kennen wir ja doch schon alle. Ich bin gespannt, wie viele letztendlich dann ganz am Schluss des Spiels hier rumlaufen werden. Das wird auf jeden Fall auch noch cool. Also dann. So, was muss ich machen? Was muss ich überhaupt machen? Ich habe gar nicht aufgepasst. Oh mein Gott, Hilfe. Jawohl, den habe ich besiegt. Was muss ich denn machen? Besiege 2000 Gegner. Ja, das ist hier auf ja um einiges schwieriger. Gut, dass wir das nicht eingezogen haben. So. Ich dachte gerade schon, ich habe 1000 besiegt. Ein bisschen, ja, gewesen. Oh. Was habe ich denn jetzt gemacht? So, dann hier die. Das sind halt immer nur so 4 Stück oder so. Ach, komm. Dann ihn hier, sehr gut. Hier unten ist gerade gar nichts, aber hier das, da muss ich auch noch zerstören. Komm. Habe ich alle? Ja. Dann das da unten. Passt schon. Oh. Das hatte ich gar nicht vor, aber naja. Da vorne den Hinox kann ich schon mal treffen. Oder auch noch nicht. Hey, WTF. Hallo. Gut, dass das so gut funktioniert, lul. Leune habe ich. Sehr gut. Ich würde am liebsten gerne alle Leunen direkt besiegen. Muss ich kurz mal das Lager hier unter mir. Okay, ich habe gar nicht mehr... Wisst ihr was? Das bietet sich gerade ganz gut an, weil hier sind echt viele starken Gegner. Und dann habe ich die schon mal alle weg. An sich sind wir hier gerade auf einer großen Geraden. Moment. Andere Ansicht. Darf ich wahrscheinlich nicht mehr, oder? Doch. Nein. Gerade noch so. Okay. Wir haben erst gerade mal 1000 besiegt. Ja, interessant. 1000 besiegt.
Ja, also man muss schon sagen, die Steuerung mit ihm hier ist am schwierigsten mit Famedo. Sieht man ja die. Nochmal das hier. Das bietet sich auch ganz gut an. Sehr gut. Dann wieder unten. Alles zu spüren. Okay, jetzt haben wir schon wieder 100 mehr, lul. Okay, ist eigentlich echt wenig. Wenn man sich das mal so anschaut. So, ja, kann ich denn da noch machen? Also hier ist noch ein Lager, das sehe ich gerade noch so. Und wir anscheinend dann hier machen. Was? Erstaunlich, wie viele Gegner. Ja, das stimmt. Am besten ist es, glaube ich, schon, wenn man da die Hälfte der Zeit ist um. Oh, was macht denn ihr da? Die sollten auf jeden Fall tot sein. Ja, mal gucken, ob ich das hinbekomme. Ich bin jetzt irgendwie noch nicht so ganz zuversichtlich, was das angeht. Hier sind mal Lager, die sind nicht so schlecht. Aber sonst sehe ich hier halt nicht wirklich was. Ah, okay, aber es spawnen immer wieder neue, wie ich sehen kann. Da ist es schon mal gut. Ist gut auch, dass ich keine Barriere bis dato gemacht habe. Dann muss ich die alle nur einmal treffen. Das ist ganz gut so. Aber ich bin immer ein bisschen, ja, zu schon langsam. Liegt der. Und ich schieße zu schnell. Ey, jetzt ist halt ein guter Überblick, muss ich sagen. Oh, da kommen nochmal viele Gegner. Okay, sehr gut. Oh, ja, ja, okay, das ist gut. Was geschafft, Medo? Okay, doch nicht so schwer. Aber wir, okay, andererseits haben wir noch 500 vor uns. So, da kommen aber auch noch viele. Und wir haben noch eine Minute Zeit. Okay, mal gucken. Ah, wir haben es geschafft. Da ist noch Luft nach oben, aber in Ordnung. Oh, das Schloss Hyrule habe ich auch mal kurz gelasert. Juckt ja nicht. Die Verteidigung des Waldes haben wir damit. Sehr gut. So. Okay. Und damit würde ich aber sagen, ich schließe den Part ab heute. Wir haben Vamedo endlich mal wieder neu gesteuert. Ich finde tatsächlich, der war bis jetzt wirklich der schwierigste Titan zu steuern. Beziehungsweise, er ist der schwierigste, weil es kommen ja keine neuen. Und wir haben heute wieder was Cooles erlebt. Es ist sehr traurig, dass Zelda so an sich selbst zweifelt. Mal gucken, ob sich das dann doch nochmal ändert. Ich bezweifle es ehrlich gesagt auch, dass sie ihre Meinung über sich selber noch an etwas ändert. Oh. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns bei einer weiteren Folge von Hyrule Warriors Zeit der Verheerung wieder. Habt bis dorthin einen schönen Tag. Oh, in Schloss Hyrule. Okay. Ich bin ziemlich... Ja, ich habe so eine Vermutung, was dort abgehen wird im nächsten Part von Hyrule Warriors Zeit der Verheerung. Habt einen schönen Tag. Wir sehen uns bei einer weiteren Folge wieder.